Aber es wird ja auch noch darüber gezogen. Wie soll ich das denn hinkriegen? Also was ich ja tun könnte, wäre mal versuchen, so, dass ich mich da eben hochziehe. Aha. Jetzt funktioniert es. Was eben so lange versagte. Schneller. So. Puh, das sieht auch nicht einfach aus. So. Okay, das hat mich getötet. Ach so, wegen den Magneten werden sie angezogen. Dann könnte das ja wieder helfen. So, alles weg. Jetzt kann ich hier hochspringen. Kennen wir ja schon. Ja, haben wir das auch geschafft. Hier ist es, ja. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Schon wieder. Ich komme aber nicht besonders schnell voran. Das war. Hätte man sich denken können, dass jetzt grün ist. So. Jetzt. Puh. Ah ja, das. Damit hätte man rechnen können. Ah, 5. Komm schon! Ah! So. Hui. Die anderen Aufgaben waren nicht so schwer. Hä? Wo bin ich denn hin? Oh. Guck, das meine ich. Jetzt macht dieses Scrolling das Ganze fast unmöglich. Na gut.
Also gut, ich brauche die nicht deaktivieren. Das ist gut zu wissen. Ne? Nein, 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 nein! Ah! Es gibt ja auch Angst vor Schuldgefühlen. Das wäre das alles kombiniert. Auch keine schlechte Reisemethode. Stellt sich natürlich die Frage, wann muss man denn sterben? There's no life without us, Nihilism. Life is not a simple journey. Every action has consequences. Ist das so? You are not disposed to let the world perish. Not going to run anymore. All this madness must come to an end. You walk into the infinite emptiness, ready to face your fate. Noch hat sie ja Grenzen, also ist sie nicht endlos. Rejects you. It leaves you alone. Ich bin eine echte Vogelscheuche. There's no void inside you. Now you can go. You deserve your own life. You are free at last. Cool, Ende. Ja, an für sich ein schönes Spiel, schon nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, dass ein bisschen komisch schon. Also es irgendwie versucht es einen auf, ich habe Bedeutung zu machen. Aber eigentlich finde ich es eher ein tolles Rätselspiel mit einer netten Story. Aber naja, all diese Gefühle und sowas haben keine Bedeutung gehabt im Spiel. Die wurden genannt ohne Anhaltspunkt. Also, ja, wie soll ich sagen? Es fühlte sich leer an. Weil es gab halt kein Grund, Gefühle wie Liebe, Angst, Ärger, Vergebung und sowas in das Spiel einzubauen.
Ich meine, klar, wir rennen vor etwas weg. Wir rennen vor etwas weg. Aber da ist Leben, das Leben besteht ja nicht darin, dass man vor etwas wegrennt. Und es besteht auch nicht darin, dass man Aufgaben so oft und so oft wiederholt, bis man es schafft. Manche Aufgaben kann man halt nicht wiederholen. Und das ist in diesem Spiel auch komplett rausgelassen. Also, ich meine, Führerscheinprüfung, klar, kann man die wie oft wiederholen. Aber eine Krankheit kannst du nicht oft überleben. Also, beziehungsweise, wenn du einmal... Wenn du einmal daran scheiterst, eine Krankheit zu überleben, dann ist es schwierig, das nochmal zu versuchen. Daher fehlt so ein bisschen der Aspekt des der Konsequenzen. Weil, naja, Leben besteht halt auch aus Konsequenzen und die gibt es in diesem Spiel gar nicht. Wenn ich scheitere, versuche ich es einfach nochmal. Da habe ich schon Flash Games gesehen, die das besser drauf haben. Und das waren die Credits. The Void will never chase you again. But you are not free. The world has been destroyed. And that will prevail in your conscience. Unless you fix it. Your duty now is to remove the void from the world. Then you will be really free. Das heißt, man kann das jetzt noch einmal spielen. Auf welche Methode denn? Hahaha. Das sind Stacheln. Oder ist es irgendwie so gedacht? Haha, ich kann das Spiel austricksen. Oder auch nicht. Es wird die Blume loswerden. So. Nein, so knapp nicht. Okay, will ich diesen Modus überhaupt spielen, ist die Frage. Ich meine, der sieht ja sehr herausfordernd aus. Und, na gut, nicht, dass ich etwas gegen Herausforderungen hätte, aber... Frage ist, ob ich das überhaupt hinbekomme. Ich kann es ja versuchen und das in andere Videos packen. Also, das ist jetzt ein neuer Teil. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nihilism... Nihilumbra, wo wir jetzt... den Void auslöschen. So nicht. Arr. So, ich werde zumindest dieses erste Level versuchen. Ich habe das Gefühl, es gibt hier keine Checkpoints. Mist. Ah, Moment, ja klar, so kann ich das natürlich auch austricksen.
Okay. Void ist hart. Ja, das... Ach, komm. Wieso hängt er sich da in dauernd Verkette rum ran? Oh. Okay, das ist der Fail-Modus. Den mache ich auf jeden Fall noch. Das wird witzig. Jetzt wandert auch noch selbstständig da rein. So. So, was erwartet mich jetzt? Oh, 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 oh. Entschuldigung, nochmal. Ja, ist gehustet. Wir haben es geschafft. Und Game Over. Nee, wir haben es geschafft. Frostige Berge 1 wurde befreit. Kann ich die nochmal spielen? Nee, das ergibt dann den gleichen Schlüssel. So. Oh mein Gott, man muss Level auf viel härter noch einmal fehlerfrei schaffen. Hey, wieso kann ich die Stadt das nicht spielen? Hm, nochmal zurück. Ja, jetzt spielen wir noch einmal den harten Modus. Mal schauen, was der so mit sich bringt. Hoch, ein Checkpoint. Ach, aha, aha, aha. I like it. Ich verstehe es aber trotzdem nicht. Also, dann fährt der ganz langsam aus. Aber das bringt mir nichts. So. So, meine lieben Zuschauer, ihr könnt jetzt entscheiden, soll ich es auf Teufel komm raus weiter versuchen, hier durchzukommen, den Hard-Modus zu schaffen, einfach immer weiter probieren, immer weiter probieren, bis ich irgendwann die Lösung habe, selbst wenn dabei ewig lange Videos von gar nichts entstehen und jedes Level ein eigenes Video geben, wenn nötig, oder reicht euch das, wollt ihr es selber ausprobieren oder braucht ihr das nicht sehen? Das könnt ihr jetzt entscheiden, wenn keine Antwort kommt, dann werde ich es nicht machen. Das wäre ja schade, wenn keine Antwort kommt, aber es muss ja nicht, wenn ich will und so. Damit bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.